16 Uhr. Moin aus Lübeck, sagen Timo und Christoph von Checkdomain. Und wir freuen uns heute auf das nächste Webinar zum Thema Rich Snippets. Wer spricht? Hier sitzen in Lübeck für euch heute Christoph Harfst, mir schräg gegenüber, und mein Name ist Timo Heinrich, ich bin hier Head of Performance Marketing. Und wir haben heute ein Jubiläum, Christoph, du weißt es. Das ist unser 10. Checkdomain-Webinar. Zur Übersicht, was haben wir heute vor? Also ich erkläre kurz, was Rich Snippets sind. Ich zeige Beispiele für die häufigsten Rich Snippets. Ich zeige euch, wie ihr das einbaut, einmal nur ganz grob. Ich bin dann kein Entwickler, aber wir machen es hier im Marketing auch selbst, dass wir diese Rich Snippets einbauen mit einer bestimmten Technik. Das zeige ich. Ich zeige Tools, die dabei helfen können. Ich zeige euch, wie ihr die Einblendung mehr oder weniger überwachen könnt. Und am Ende gibt es einen Gutschein. Also dranbleiben lohnt sich. Okay. Rich Snippets sind angereicherte Suchergebnisse in Google Suchergebnissen. Es geht jetzt nur um Google Suchergebnisse. Es geht nicht um Bing oder Yandex oder sonst welche Suchmaschinen. Es geht halt nur um Google, weil nur Google das so anzeigt, meines Wissens nach. Durch diese Rich Snippets werden die Ergebnisse größer und ihr habt die Möglichkeit, so euren Wettbewerb quasi weiter nach unten zu schieben. Wir haben es gemessen. Wir konnten auch relevante Klickratenverbesserungen messen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel nicht auf Platz 1 seid mit eurem Ergebnis, sondern auf Platz 2 oder 3, dann kann es dazu führen, dass wenn ihr Rich Snippets habt, also zum Beispiel Sternchenbewertungen anzeigt, dann kann es sein, dass die Klickraten sich dadurch verbessern. Wir konnten das messen, dass das tatsächlich passiert. Beispiele. Es gibt verschiedene Arten von Rich Snippets, zum Beispiel für Veranstaltungen. Das kann man jetzt hier sehen, das ist grün umkreist, dass dort halt in einer tabellarischen Form die nächsten Termine angezeigt werden. Dadurch wird das Ergebnis hier größer, wie man schön sieht. Es sind 3 Zeilen mehr und dadurch schiebt man halt die anderen Mitbewerber weiter nach unten. Und es ist schön entsprechend dargestellt. Man kann auch direkt auf die verschiedenen AC/DC-Rock-Shows draufklicken und landet dann direkt bei der entsprechenden Detailseite. Das sind Veranstaltungen, Events. Rezepte kennt jeder. Wenn man mal zum Beispiel Pizzateig, habe ich hier eingegeben, wahrscheinlich besteht eigentlich die gesamte Suchergebnisseite aus Rich Snippets. Ganz oben kann man Rezepte sehen. Das ist also eine Kategorie. Wie Events gibt es auch Recipes, also Rezepte, wo man dann zum Beispiel sogar sehen kann, wie lange die Zubereitung dauert. In diesem Fall 8 Stunden 30 Minuten. Das wäre mir jetzt zu lang für einen Pizzateig. Aber wahrscheinlich ist das so ein Pizzateig, der lange ruhen muss, damit er besonders lecker ist. Und man sieht sogar die Kalorien entsprechend ausgezeichnet. Und dort nochmal ein Thumbnail entsprechend. Das ist ein Recipe. Da kann man verschiedene Angaben zu machen, wie zum Beispiel Herstellungsdauer, Kalorienzahl und so weiter. Personen sieht man nicht so häufig. Musste ich jetzt auch für mich mal selbst googeln. Also wenn man meinen Namen eingibt und dann sieht man bei Xing halt entsprechend meine Berufsbezeichnung. Head of Performance Marketing, Internet und Online-Medien. Das ist das, was man bei Xing als Kategorisierung und als Berufsbezeichnung angeben kann. Das übernimmt Google auch quasi dann entsprechend aus Xing und zeigt das hier an. Also Persons, wieder eine weitere Kategorie für Rich Snippets. Dann gibt es Produkte zum Beispiel. Produkte mit Bewertung hier in diesem Fall und hier kann man sehen, mit Preis und mit dem Lagerbestand. Auch das sind wieder eigene Angaben für die Kategorie Products, wo ich sagen kann, okay, das Artikel kostet 1,55 € und der ist auf Lager. Und der ist neu oder er ist gebraucht oder er ist vom Hersteller und so. Da kann man mal verschiedenste Angaben machen. Google zieht sich dann das raus, was es anzeigen möchte. Wenn wir nachher den Code sehen, dann wird es auch klarer, was ich dann mit Kategorien meine. Breadcrumbs, Brotkrumen, haben wir jetzt gerade auch immer gesehen in den Suchergebnissen. Hier sieht man zum Beispiel Sport 1
Meldungen, Medien. Das ist quasi die Navigationsstruktur in der Seite. Brotkrumen-Navigation, Breadcrumbs genannt, wird so angezeigt. Wird eigentlich auch immer angezeigt. Ist jetzt nichts Großartiges, weil es halt die URL eigentlich immer angezeigt wird, mehr oder weniger. Was Google hier nicht mehr macht, ist, dass Google wirklich die URL einzeln anzeigt, sondern die werden wirklich meistens brotkrumm angezeigt. Das ist das Schönste, finde ich zumindest. Da kann man sehen, ein sehr großer Block sind Fragen und Antworten. Und das hatte ich auch schon mehrfach in den vergangenen Webinaren gezeigt, solche Geschichten. Und da waren auch die Bitte von euch, dass wir mal zu diesem Thema Webinar durchführen sollen, was wir jetzt gerade machen. Also das sind hier FAQs. Und natürlich auch, was man hier unten noch sieht, haben wir gerade immer gesehen, häufig gesehen, Bewertungen zum Beispiel. Die Fragen und Antworten nehmen jetzt von den Rich Snippets, die ich vorgestellt habe, abgesehen von den Pizzarezepten, sehr viel Platz ein. Das heißt, wenn man das schafft mit so einer Seite, mit so einem Ergebnis auf 1 oder auf 2, also es wird nicht immer nur auf 1 ausgespielt, also auf Platz 1 im Google-Ergebnis, wenn man das schafft, das so darzustellen, hat man schon eine ziemlich große Fläche, die man da entsprechend belegt auf der Suchergebnisseite. Und man kann auch auf die Fragen draufklicken und dann klappen die entsprechend auf und nehmen noch mehr Platz ein und es befindet sich dort dann ein Link zum Weiterlesen, wie es hier steht. Also man kann hier sehr schönes Marketing machen, man kann die richtigen Fragen reinschreiben, wenn man da gerne hätte. Und man kann natürlich dann entsprechend die Antworten beschreiben und das dann entsprechend auch auf Weiterlesen entsprechend mit der Seite verlinken. Was man manchmal auch sieht in solchen Answer-Boxen, ist halt Tabellen, zum Beispiel Preislisten. Manchmal zieht sich Google oder ganz oft zieht sich Google die Sachen auch selbst raus, ohne dass man sogar entsprechenden Code eingebaut hat. Also man muss nicht zwingend das Rich Snippet auch programmieren, sondern manchmal ist es so, dass Google das selbst erkennt anhand des Quelltextes, dass es sich hier um eine Tabelle handelt und stellt die Tabelle dann entsprechend dar. Manchmal klappt es auch nicht, wenn man das forciert, die Tabelle anzuzeigen und es gemacht mit einer Preisliste, haben wir es versucht, ist uns nicht gelungen. Ich weiß nicht warum, wir haben es nicht hingekriegt. Ein Marktbegleiter von uns hat diese Preisliste in seinen Suchergebnisseiten. Das nächste ist nicht so schön, weil es das nicht mehr gibt. Wir sehen hier auch Bewertungen wieder. Das können verschiedene Bewertungsarten sein. In diesem Fall ist es eine Bewertung für eine Organisation, also eine Firmenbewertung. Seit Mitte September hat Google oder hat Google angesagt, dass sie diese allgemeinen Bewertungen für Organizations, also für Firmen, nicht mehr anzeigen. Das heißt zum Beispiel Integration wie von Trustpilot, Trusted Shops, ausgezeichnet.org, das sind ja alles Bewertungsplattformen, wo Firmen bewertet werden, werden nicht mehr in Ergebnissen angezeigt, weil das natürlich, was wurde halt alles quasi mit Sternchen ausgezeichnet. Wir haben das auch natürlich gemacht. Wir haben als Partner Trustpilot und die Bewertungen werden direkt in den Seiten halt integriert und da wurden auch angezeigt. Jetzt mittlerweile passiert das viel weniger. Gerade Sistrix hat gerade heute eine Studie rausgebracht, wo sie festgestellt haben, dass 40% der Suchergebnisseiten keine Rich Snippets in Form von Bewertung für Firmen mehr beinhalten. Also das nimmt stark ab. Wir haben heute einen Hack versucht und schauen mal, was passiert, ob man das irgendwie anders darstellen kann. Weil es gibt doch diese Sternchen für Blogbeiträge zum Beispiel, für Artikel kann man diese Bewertung nach wie vor benutzen und die werden auch angezeigt. Also, darum geht's und das gibt es nicht mehr. Gibt es Fragen? Schon, Christoph. Es gibt ein, zwei Fragen. Einmal, wo findet man denn die Liste möglicher Kategorien für Which Snippets? Ja, habe ich später nochmal als Link nochmal drin. Das läuft alles unter schema.org, geschrieben schema.org. Dort ist alles entsprechend aufgeführt. Das habe ich auch nochmal als Link nochmal später nochmal drin.
Dann Also vielleicht auch noch. kurz dazu nochmal, es gibt unendliche Kategorien und Typen, aber am Ende werden relativ wenige angezeigt. Wie erreicht man, dass zum Beispiel FAQs angezeigt werden? Indem man sie einbaut. Genau. Dazu habe ich aber auch genau gleich das Beispiel mit Quelltext sogar, wo das genau gezeigt wird, wie das funktioniert, wie wir es gemacht haben. Geht sicherlich auch anders, aber bei uns funktioniert es eigentlich ganz gut, wie man gesehen hat. Genau. Mehr Fragen gibt es im Moment noch nicht. Ja. Super, okay. Dann zeige ich jetzt mal ein bisschen Code. Wie gesagt, wir sind jetzt keine Programmierer, nicht so richtig, also so ein bisschen schon, aber nicht so richtig. Das ist halt Marketing. Es gibt verschiedene Techniken, wie man diese Snippets einbaut, also verschiedene Quellcode-Arten, nenne ich es jetzt mal. Wir machen es mit JSON-LD, das ist eine Möglichkeit. Das wird auch genau erklärt auf der schema.org-Seite, beziehungsweise gibt es von Microsoft, von Google auch verschiedene Hilfeseiten dazu, wo das alles genauestens erklärt ist. Das würde jetzt hier zu weit führen, das im Einzelnen zu erklären. Das ist zum Beispiel mal so ein Auszug aus mit JSON-LD gemacht. Das ist jetzt quasi dieses Stück Quelltext beschreibt ein Produkt im JSON-LD-Format quasi, also Type, Product, Brand ist Essex. Der Name des Produktes heißt hier NetBurner Pro GL0815. Das ist vielleicht ein Turnschuh. Ein Image ist hinterlegt, also ein Bild, Link mit absoluter URL, also HTTPS und dann zum Link. Eine Beschreibung ist drin, also Description, super guter Hallenschuh für höher und schneller. Dann gibt es eine Currency, also eine Währung und ein Preis. Und die Item Condition ist in diesem Fall New. Also ein neues Produkt, was hier 149 € kostet und ein Turnschuh ist. So sieht das aus. Und ungefähr so sehen auch alle anderen Rich Snippets entsprechend auch aus. Bei den FAQs, das zeige ich gleich, sieht es ein bisschen komplexer aus, weil das natürlich auch wesentlich mehr Quelltext ist. Da habe ich jetzt mal einen Screenshot gemacht aus unserem Quelltext. Also wenn ihr faul und schlau seid, dann kopiert ihr euch unseren Quelltext aus unseren Seiten, also wir haben die zum Beispiel auf allen Homepage-Baukasten-Seiten haben wir die eingebaut. Also wie gerade eben haben wir gesehen, was war das? Arzt, Homepage erstellen, glaube ich. Da wurde das angezeigt, genau, Arzt, Homepage erstellen. Wenn ihr euch die Landingpage anseht, dann seht ihr da diesen Ausschnitt Quelltext und da kann man halt sehen, okay, das ist ein Type Question. Da oben sieht man auch dann schema.org als Quelle quasi. Dann ist da die Frage die Question, welche Vorkenntnisse brauche ich? Und dann kommt die Answer, unser Homepage-Baukasten und so weiter. Und dann gibt es einen Link zur Zielseite. Und dann kommt auch schon die nächste Frage. Das ist die ganze Magie, mit der man relativ viel erreichen kann, nämlich viel größere Snippets. Ich weiß nicht, Christoph, weißt du, wie viele Fragen wir immer so pro Homepage-Baukastenseite eingedengelt haben da? Mehr als drei, glaube ich. Wir haben gerade drei Ja. gewinnen. Ja, nur so 5 bis 10, ne? Relativ viel. Also man kann auch nicht unbedingt wissen, welche Fragen und Antworten Google sich daraus zieht. Das kann auch immer vom Suchkontext abhängen oder der Reihenfolge der FAQs. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie Google das handhabt und ändert sich ja auch ständig anscheinend. Das sieht jetzt vom Quelltext ziemlich komplex aus. Man kann sich das erleichtern, indem man halt Tools benutzt. Zum Beispiel, wie ich habe einen Screenshot dazu, JSON-Tests. Damit kann man seine Seiten testen, seinen Quelltext testen, den man gebaut hat. Aber man kann auch mit dem Tool JSON, mit dem Webcode.tools, mit dem JSON-LD-Generator genau diesen Quelltext erzeugen. Das zeige ich gleich in einem Screenshot. Microdata, das ist ein anderes Format, um diese Rich Snippets einzubauen in die Website, kann man halt mit dem gleichen Tool, aber dann mit dem Microdata Generator erstellen. Und es gibt eine Markup-Hilfe, was ich vorhin schon sagte, von Google, wo man halt auch entsprechend dann schauen kann, was Google da genau hätte. Und ich würde mich immer an die Google-Richtlinien halten oder Vorschläge halten, weil die
sichtig sind, weil Google sie anzeigt entsprechend. Und es gibt auch von Google ein Test-Tool, mit dem man dann entsprechend seine Seiten testen kann. Da kann man die Seite als URL einfügen und der prüft dann jedes Rich Snippet, was es auf der Seite gibt, entsprechend ab. Man kann dann mehrere Rich Snippets auf eine Seite einbauen. Zum Beispiel Bewertungen für einen Artikel und FAQs, meinetwegen. Genau. Und das war ja die Frage vorhin. Die offizielle Rich Snippet Seite ist dann die schema.org, wo alles drüber steht. Die ist aber ziemlich sperrig, finde ich. Also, die ist weder schön noch ist sie verständlich. Also, ich würde mich da an Google halten. Die machen das eigentlich ganz gut, beziehungsweise an die Tools halten, die beim Generieren des Codes einfach helfen. Und das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus als Generator, wo ich hier zum Beispiel jetzt einen Blogbeitrag, ein Review für einen Blogeintrag gemacht habe. Der Blogeintrag heißt Blogeintrag. Und ich habe Hans Wurst als Autor dahinterlegt, das Review-Datum und unten Description, Spitzenbeitrag und so weiter eingegeben. Und diesen Quellcode kann ich jetzt quasi in meine Seite einbauen. Und ich kann mit diesem Tool auch andere Typen von Rich Snippets generieren. Das macht es halt wesentlich einfacher, als das zu Fuß zu programmieren oder per Hand. Genau. Monitoring. Das ist ein bisschen schwierig tatsächlich, weil die SEO-Tools, die wir so nutzen, Ahrefs, Sistrix, das ein bisschen anzeigen, aber nicht so hundertprozentig richtig gut. Aber man kann das zum Beispiel mit der Search-Konsole entsprechend überwachen. Wir haben dazu auch ein Webinar ausgeführt. War das das letzte, Christoph? Weißt du das? Das mit den Sternen hatten wir gemacht. Okay, also wir haben als Google Search Console ein Webinar gemacht, das auch bei YouTube entsprechend verlinkt ist in dem Webinar-Channel von CheckDomain. Dort könnt ihr was über die Search Console lernen und dort könnt ihr auch entsprechend, zeige ich gleich im Screenshot, entsprechend auch sehen, welche Rich Snippets ausgespielt werden. Mit Tools wie zum Beispiel Sistrix oder Ahrefs können die auch überwacht werden, aber das ist alles nicht so richtig, noch nicht so richtig geil. Das ist ein Screenshot aus der Google Search Console, wo man auch angezeigt bekommt, ob es Fehler gibt und ob es gültige Seiten gibt. Denn da habe ich links jetzt gerade im grün umrahmten Bereich. Dort sind halt jetzt die verschiedenen Rich Snippets bzw. Verbesserungen entsprechend. Das heißt, Überschrift heißt Verbesserung, was eigentlich totaler Quatsch ist. Aber es müssen eigentlich Erweiterungen heißen. Das sind FAQs, Produkte, Sitelinks. Ja, echt? Ist er da? Ja, okay, sorry. Ich habe nichts gemacht. Gut, sorry. War jetzt aber nicht lang, ne? Soll ich nochmal zurückspulen? Also, Monitoring nochmal. Geht ganz gut über die Search Console. Oder halt auch mit den SEO-Tools, das war das, was ich gerade erzählt habe. Und hier jetzt nochmal ein Ausschnitt aus der Google Search Console, wo ich links halt sehe, entsprechend, dass wir hier FAQs habe ich markiert. Und im Hauptbildschirmbereich sehe ich dann entsprechend, wie viele gültige FAQs ich habe und wie viele Fehler ich habe. Und kann auch sehen, entsprechend, wie oft die eingeblendet werden und so weiter. Also die Search Console ist tatsächlich das einzige Instrument, was mir vernünftig Auswertungen liefert, um meine Rich Snippets zu überwachen. Ein anderes Tool wäre zum Beispiel Sistrix. Da gibt es dann die Featured Snippets. Das ist nicht ganz das gleiche, aber ähnlich. Also Featured Snippet ist zum Beispiel auch so eine Answerbox, wie sie oft bei Wikipedia eingeblendet wird. Da kann man auch so ungefähr sehen, wie viel Featured Snippets, Rich Snippets so eine Domain halt entsprechend hat.
Und auch für Marktbegleiter kann man das da sehen. Das kann man in der Search-Konsole nicht sehen. Was ich auch noch gesagt habe, wir haben ein Webinar zur Search-Konsole ausgeführt, ist im Check-Domain-Kanal entsprechend verlinkt. Also wenn ihr über die Search-Konsole was wissen wollt, dann mal in unsere Webinarreihe reinschauen. Das müsste das letzte oder vorletzte Webinar gewesen sein. Gut. Gibt es Fragen? Wir Ja, wollen wir haben schnell. ja einige Fragen bekommen. Die erste Frage ist, wie lange dauert es, bis Rich Snippets angezeigt werden? Kann man das beschleunigen? Sehr gute Frage. Bei uns ist es tatsächlich so, das ist aber auch domainabhängig. Also, wenn wir bei Check Domain etwas ändern, ist es relativ schnell und das heißt innerhalb von einem Tag beziehungsweise wenigen Stunden aktualisiert. Was wir aber auch machen, das ist, wenn wir eine Seite ändern, gehen wir in die Google Search Konsole und lassen diese geänderte Seite nochmal indexieren. Man kann das anstoßen. Das heißt dann zwar ja, okay, das wird jetzt bevorzugt behandelt, diese Seite, dieser Crawling-Prozess, ist aber keine Garantie. Aber wir haben die Erfahrung, dass bei unserer Domain, die ist halt auch ziemlich stark und ziemlich groß, das relativ schnell funktioniert. Wir haben es auch schon in einer halben Stunde gehabt, dass das geändert wurde und dann das sofort gesehen wurde, angezeigt wurde entsprechend. Also es ist unterschiedlich. Man kann das beschleunigen, indem man das in der Search-Konsole indexieren lässt. Okay, dann haben wir noch die Frage, macht es einen Unterschied, ob ich die Snippets am Anfang oder am Ende eines Posts einbaue? Ich denke nicht, wir haben die FAQs ans Ende des Quelltextes der Seite eingebaut und die waren auch relativ schnell da. Das ist Banane. Und die Sterne, die bei uns, wir haben auch Bewertungssterne gehabt bis vor kurzem, die sind auch am Ende der Seite jeweils drin. Ne? Ja, genau. Also das ist unwichtig, offensichtlich. Gibt es eine maximale Länge bei der FAQ-Page? Ja. Ja, also Google schneidet das ab. Google Ja. schneidet die Antwort ab. Und dann, ich habe jetzt aber keine Anzahl im Kopf. Das müsste man ausprobieren. Aber man sollte die Fragen auch vielleicht so schreiben, dass der Benutzer nicht sofort weiß, die Antwort so nicht so hundertprozentig weiß, sondern man möchte ihn ja auch auf seine Seite bringen. Also von daher ist es aus Marketing-Sicht schon so, dass man das quasi einen Cliffhanger schreibt und der Nutzer einfach heiß ist, die Seite auch anzuklicken. Also nicht zu viel schreiben, wird auch keiner lesen, aber knackig kurz und dann weiterverlinken auf die eigene Seite. Genau. Und dann noch die Frage, werden die Rich Snippets denn auf jeden Fall angezeigt, wenn sie eingebaut sind, oder kann es auch sein, dass das normale Suchergebnis angezeigt wird? Das kann auch sein. Das ist nach Google Nase wird das entschieden, wie auch immer das entschieden wird, kann man nicht garantieren. Also wir experimentieren auch ständig damit. Wir haben auch nicht auf allen Ergebnisseiten oder in allen Ergebnissen unsere Rich Snippets angezeigt. Wenn sie da sind, kann man sich freuen. Wenn nicht, dann kommen sie vielleicht irgendwann mal oder werden mal angezeigt und man kann sieht es selbst nicht oder sie werden Benutzern angezeigt. Entsprechend, das kann man nicht garantieren. Wirken sich Rich Snippets auf die Positionierung aus bei Google? Nein, vielleicht kann sein. Also, zum einen hat man natürlich durch die bessere Sichtbarkeit in der Ergebnisseite eine höhere Chance, dass man angeklickt wird. Das kann schon mal zu mehr Besuchern führen. Das Klickverhältnis, also die Klickrate, wird dadurch besser. Nun sagt Google aber selbst, dass sie die Klickrate auf ein Suchergebnis nicht als Ranking-Faktor beachten oder mit einbeziehen in die Berechnung des Rankings. Da ist sich aber die SEO-Welt nicht so ganz einig. Also ich vermute, dass bessere Klickraten dazu führen, dass ein Ergebnis besser angezeigt wird. Wir haben das selbst nicht testen können oder das kann man schlecht nachvollziehen entsprechend. Weil natürlich nur durch die Änderungen, dass man jetzt solche Sternchen angezeigt bekommt, das ist eine Änderung, die man selbst vorgenommen hat. Google macht mehrere hundert Änderungen pro Jahr in dem Algorithmus. Also es kann also sein, man hat sich die Sternchen eingebaut und 2 Wochen später rankt man nicht mehr auf Platz 3, sondern auf Platz 1. Dann heißt es nicht unbedingt, dass das daran lag, dass man ein Sternchen eingebaut hat und dass die Klickrate sich verbessert hat. Sondern es kann auch sein, dass Google irgendwas gemacht hat oder irgendein Marktbegleiter irgendwas nicht gemacht hat und dass man dadurch auf einmal besser gerankt wird. Also der Zusammenhang ist nicht
ganz klar darzustellen. Ich kann mir aber vorstellen, dass natürlich, weil Google möchte immer den Nutzern das beste Ergebnis darstellen, anzeigen, das beste Suchergebnis für den Nutzer anzeigen, kann es schon sein, dass natürlich durch eine bessere Klickrate sich auch das Ranking verbessert. Aber das ist offiziell nicht von Google bestätigt. Gut, Wir haben die soweit. Erfahrung gemacht, also nochmal, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir Klickraten, also auf derselben Position hatten wir auf einem Suchergebnis 8% Klickrate und nach der Integration der Sternchenbewertung hatten wir 12,5% Klickrate. Genau. Gut, das war's soweit an Fragen. Okay. Dann sind wir auch schon durch heute. Heute ist es eine schnelle Runde, eine halbe Stunde. Ich habe es ja versprochen, dass wir einen Gutschein euch heute mitgeben. Und zwar haben wir ja auch ein SEO-Tool, nämlich unter checkdomain.de/SEO könnt ihr dieses Tool entsprechend ausprobieren. Das Tool ist Ranking Coach, mit dem man mehrere verschiedene Systeme optimieren kann, zum Beispiel WordPress, unseren eigenen Homepage-Baukasten, Shop-Systeme wie Shopware zum Beispiel oder auch Jimdo als Baukastensystem, Joomla, Contao, was auch immer. Und zwar ist das Tool so, dass ihr Videos angezeigt bekommt für euer Tool, also für WordPress und dass euch genau gezeigt wird, Schritt für Schritt, was ihr jetzt zu optimieren habt. Das möchten wir euch ans Herz legen und dafür gibt es heute diesen Gutscheincode, der 2 Monate euch die Kosten erspart von 9,90 € und die Setup-Kosten auf 0 setzt und der Gutscheincode heißt CheckWebinar10. Den checken wir auch nochmal rum in der E-Mail, die morgen rausgeht an euch mit dem Video und mit dem Link entsprechend zum Tool. Also CheckWebinar10. Nutzt unser SEO-Tool, das ist echt gut. Gerade für super Anfänger oder Nicht-Profis ist das optimal, wenn man wirklich an die Hand genommen wird und Schritt für Schritt durch den Optimierungsprozess geführt wird. Also CheckWebinar10 spart womöglich 30 € und nutzt das System. Genau, Jobs, Jobs, Jobs. Wir gehören ja zur Dogado-Gruppe. Dogado ist in Dortmund und wir sind ungefähr 120 Mitarbeiter, 124 glaube ich mittlerweile. Trotzdem suchen wir immer noch nach Entwicklern, nach Designern, nach Sicherheitsbeauftragten, nach Projektmanagern, nach Agents, die Support machen, nach Systemadministratoren, IT-Kundenbetreuer und so weiter. Wenn ihr Lust habt, in Hannover,